Ja, hallo liebe FCK-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Malzbier. Ihr kennt das Format noch vom letzten Jahr hier im Trainingslager in Malz. Und auch dieses Jahr gilt für uns, Wortspiel geht vor Authentizität, denn auch dieses Mal gibt es leider kein Bier. Dafür gibt es zwei tolle Gäste, die ich ganz herzlich begrüße. Daniel Hanslik und Philipp Hercher. Servus Jungs, schön, dass ihr da seid. Erste Frage natürlich, wie geht es euch hier im Trainingslager aktuell nach den ersten Tagen Training? Noch alles fit? Ja, ich glaube, die ersten Tage waren sehr intensiv. Vor allem das Testspiel gestern. Ich glaube, da konnten wir viele Lehren draus ziehen. Aber wir fühlen uns nach wie vor wie letztes Jahr sehr wohl hier. Du auch, Hecke? Ja, alles noch fit. Ja, die Beine merkt man natürlich jetzt nach der Vorbereitung an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Aber ist auch völlig normal. Da klappt auch das ein oder andere noch nicht so gut, wie wir uns das vorstellen in so Testspielen. Aber wir arbeiten daran und ja, sind sehr froh, wieder hier zu sein. So, heute in dem Interview wollen wir natürlich nur nach vorne schauen. Der Blick geht nur nach vorne. Nein, ist natürlich Quatsch. Ich glaube, jeder merkt, die zwei, die hier sitzen, hat natürlich vielleicht schon einen kleinen Hintergrund. Zunächst mal die Frage, jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Wie oft hat jeder von euch sich sein Tor in Dresden bisher auf YouTube oder anderen Kanälen angeschaut? Seid ehrlich. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft. Natürlich sieht man das dann öfter, freut sich dann natürlich immer wieder darüber, auch wenn man irgendwo markiert wird mit dem Video. Ich habe mir dann tatsächlich auch so eineinhalb Wochen danach, wo der Alkoholeinfluss nicht mehr so stark war bei uns, habe ich mir das Spiel dann auch nochmal angeschaut, von der ersten bis zur letzten Minute. Und ja, ich glaube, da wurde es mir dann schon so ein bisschen bewusst, was wir da geschafft haben und ja, wie geil das eigentlich war in Dresden. Und ja, deswegen guckt man sich das immer mal wieder gerne an. Du auch? Ja klar, ich glaube, die Zahl weiß ich jetzt auch nicht genau, aber man sieht es überall immer wieder. Und ich glaube, das ist für uns beide jetzt auch speziell auch eine Szene einfach, die immer, wenn es uns vielleicht mal nicht so gut geht, wenn wir uns das angucken, dann kommt man wieder in Form. Und also ich glaube erstmal, ich dürfte ungefähr so 100 bis 150 Mal eure Tore gesehen haben inzwischen. Also ich konnte mich da gar nicht satt sehen davon. Träumt man von sowas auch mal? Ist das irgendwie was, wo man dann auch mal plötzlich merkt, dass man das im Kopf hat? Ja, träume auf jeden Fall. Wenn das dann Realität wird, passiert natürlich nicht so häufig bei solchen Träumen. Aber umso schöner, dass es für uns beide geklappt hat. Und ja, der Erfolg, der dahinter steht, ist natürlich Wahnsinn. Und man merkt natürlich auch, was in der Stadt abgeht, jetzt immer noch zum Teil. Und diese Euphorie ist einfach echt schön. Und die versuchen wir einfach mit reinzunehmen in die neue Saison. Hecke, du hast die zweite Bude gemacht in Dresden. Hast du in dem Moment auch schon gewusst, Alter, das war's, wir haben's? Oder hast du das erst gar nicht realisiert, als der Ball drin war? Ja, doch, eigentlich schon. Auch beim Jubeln dann und ja, dann kurz vor den Dresdner Fans waren, da sind tausende Becher auf uns geflogen. Das war krank, aber ja, ist geil. Deswegen fängst du irgendwann mal an, Fußball zu spielen, um sowas zu erleben, erleben zu dürfen auch. Und ja, es war unglaublich. Ich glaube, der Schiri ist mit uns direkt zum Jubeln gelaufen, hat gesagt, weg da, Jungs. Aber konnte man ja dann auch nichts machen. Ne? Dann gab es kurzes Silvester in Dresden, sind die Dinger reingefackelt. Aber nee, war cool. Und ja, wie der Hansi sagt, ich glaube, natürlich träumst du vielleicht irgendwann davon, aber ja, dass jetzt so passiert ist, das kannst du ja gar nicht erträumen. Ihr wisst aber schon, dass ihr mit diesem Tor euch auch in den Geschichtsbüchern des FCK verewigt habt. Also der FCK hat ja eine sehr, wie ihr alle wisst, eine sehr große und lange Geschichte. Und ich kann euch aber versichern, dass dieses Spiel und auch eure Tore jedem FCK-Fan in 50 und auch in 100 Jahren noch im Begriff sind. Ist es euch eigentlich bewusst, dass ihr da wirklich auch Teil der Geschichte des FCK geworden seid? Also ihr als Mannschaft, aber nochmal ihr zwei ganz speziell? Ich glaube noch nicht. Vor allem, weil der Verein ja auch Zeiten hatte, wo man, sage ich mal, Deutschland und international relativ erfolgreich war, um es milder auszudrücken. Und ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit, wenn dann die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, du bist doch der vor 10 Jahren das Tor damals zum Aufstieg geschossen hat. Und klar, ist was Schönes für uns, glaube ich. Und das nehmen wir so mit. Ihr wisst auch jetzt schon, dass ihr wahrscheinlich dann in 10, 20, 30 Jahren immer mal wieder auf den Betze kommt, ja, und dann auch mal in der Halbzeit als Special Guest irgendwo auf dem Rasen geht und in die Kurve winkt. Ist das was Schönes? Freut man sich da drauf ein bisschen? Ja, wenn es wirklich so eintrifft, ist es natürlich überragend. Aber ich glaube, da machen wir beide uns noch nicht so viel Gedanken. Wir hoffen, wir können die nächsten paar Jahre noch selber Fußball spielen auf dem Betze. Und nee, aber natürlich, ich glaube, wie Hansi auch schon gesagt hat, du wirst es wahrscheinlich auch dann erst in wirklich
paar Jahren, Jahrzehnten irgendwie merken, wenn ich irgendwelche Leute nochmal drauf ansprechen. Und ja, ist natürlich überragend. Hatti, du hast angesprochen, es ist, gab schon Zeiten vom FCK, da hat man Europapokalspiele gehabt, hat schon die deutsche Meisterschaft gespielt, habe ich auch alle selbst erlebt. Aber trotzdem muss ich persönlich sagen, bei mir, der schon sehr lange auch dabei ist und viel erlebt hat, war die Anspannung vor dem Rückspiel in Dresden, rückblickend von allen Spielen, die ich je erlebt habe, die größte. Also bei mir persönlich, das war wirklich so auch an der Grenze dessen, was man noch aushält. Also ich war irgendwie den ganzen Tag so angespannt und konnte nichts essen und konnte dann gar nichts irgendwie Normales denken. Und dann frage ich mich, wie ist es als Spieler? Kriegt man das irgendwie weg? Ist es eine normale Anspannung wie vor jedem Spiel? Oder mit welchem Gefühl wacht man dann auf und weiß, okay, heute ist Rückspiel in Dresden, heute zählt's? Konntet ihr das irgendwie ausblenden oder wart ihr auch entsprechend nervös oder anders nervös? Also ich glaube, jeder ist da verschieden. Für mich war es so, dass wir das Hinspiel nach meiner Meinung nach sehr gut bestritten haben. Meiner Meinung auch die bessere Mannschaft waren, auch gewinnen hätten müssen. Und dann gehst du natürlich auch anders ins Rückspiel. Du kennst den Gegner eventuell noch besser und kannst dich besser auf die Spielweise einstellen. Und deswegen finde ich persönlich eigentlich echt geil, wenn du da ins Stadion fährst und dann 35.000 gegen dich sind. Und ja, mir gibt das nochmal 10% mehr. Und zum Glück hat das dann für uns ein gutes Ende genommen. Bist du nervös dann vor so einem Spiel oder schaffst du das dann auch irgendwie, das abzustellen? Natürlich, man ist vielleicht einen Tick angespannter wie jetzt vom normalen Ligaspiel. Kriegst halt auch gefühlt tausendmal mehr Nachrichten am Spieltag von irgendwelchen Leuten, weil das Spiel dann schon sehr im Fokus stand in der Öffentlichkeit. Aber im Endeffekt, wir als Spieler, glaube ich, bereiten uns auf so ein Spiel auch genauso vor wie auf jedes andere. Aber ja, natürlich, wie es Hansi sagt, wenn du da hinfährst und die sind alle gegen dich und ja, dann kribbelt schon nochmal ein bisschen mehr, aber umso geil ist ja dann, wenn du da gewinnst und danach ein paar Stunden nicht aus dem Stadion kommst. Und ja, so Erlebnisse, glaube ich, die werden wir nie vergessen. Ich sehe schon, eure Nerven hätte ich gerne und die Anspannung bei mir war wirklich um einiges, also war wirklich kaum zu ertragen, muss ich sagen. Deswegen umso schöner, dass es dann auch geklappt hat. Aber bei mir ist es teilweise auch so. Also ich habe das Hinspiel auf der Tribüne angeschaut. Ja, es war Wahnsinn, ne? Also, da ist es anders nochmal von der Anspannung, also, als wenn man spielt, weil man nicht eingreifen kann? Oder? Ja, genau. Kannst halt nichts machen, sitzt auf der Tribüne. Also für mich ist es viel, viel schlimmer, wie wenn ich jetzt selber unten auf dem Platz stehe. Aber war auch geil, war ein gutes Erlebnis auch. Bei dir war ja auch relativ knapp vor dem Spiel noch nicht sicher, ob es reicht dann fürs Rückspiel. Hast du da ein bisschen noch auf die Zähne gebissen und was hättest du alles in Kauf genommen, um zu spielen? Oder wie war denn die Situation für dich? Ja, Hansi hat es jeden Tag miterlebt. Das war schon... war schon Wahnsinn, dass ich da spielen konnte. Also nochmal vielen Dank an unsere Physios, an die Ärzte, weil Anfang der Woche, ich glaube Montag war es, da hatte ich das MRT und ja, da sah es so aus, als ob die Saison halt gelaufen ist. 2-3 Wochen war auf jeden Fall Pause angedacht. Ja, wir haben das aber dann, finde ich, überragend gemacht im ganzen Drumherum, im Staff, mit den Ärzten. Und ja, natürlich war es dann schon so ein kleines Wunder, dass ich spielen konnte. Hab's dann auch ein paar Tage danach noch gespielt. Ich glaube, auf Malle haben wir uns beide manchmal angeguckt, haben gesagt, ach du Scheiße, ey, tut das wieder oder zwickt das. Aber ja, das gehört dazu und war super. Also auch an der Stelle danke an alle aus dem medizinischen Bereich, die Physios. Gut, dass ihr die Jungs hingekriegt habt. Du hast gerade schon angesprochen, in der Kabine nach dem Spiel war es natürlich entsprechend emotional und schön. Gibt es irgendwas bei der Aufstiegsfeier, bei den Aufstiegsfeierlichkeiten, wo für euch irgendwie ein besonderes Highlight war? Ja, also für mich war besonders schön, wir konnten dann, wo wir angekommen sind, kurz mal schlafen und habe ich mir den Wecker, glaube ich, auch gestellt, dann irgendwie nach 2-3 Stunden, hat aber davor an meiner Tür geklingelt, habe mir gedacht, was ist jetzt los, standen meine Eltern da, die sind früh losgefahren von Regensburg und haben da mitgefeiert auch den ganzen Abend über und ja, das ist dann schon schön, wenn man das mit der Familie dann auch noch feiern kann. Ja, die Mama hat danach gesagt, du hast mir die ein oder anderen Leute vorgestellt. Daran konnte ich mich jetzt nicht mehr so gut erinnern. Aber nee, war überragend. Und für mich war es tatsächlich der Empfang am Stiftsplatz, weil ich doch sehr überrascht war, wie viele Menschen das Ganze mitnimmt oder was dahinter steckt, was da auch für Emotionen drin sind, dass da eine Stadt quasi 2-3 Tage wach ist. Und ja, das war für mich so ein Gefühl, wow. Wir sind von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen, aber es hat sich gefühlt wie ein DFB-Pokalsieg oder ähnliches angefühlt. Von der großen Jackie-Flasche, wie viel habt ihr davon getrunken? Ich tatsächlich gar nichts. Ich bin kein Jackie-Trinker, aber... Bei Hecke sicherlich, oder? Mal genippt, oder?
Also ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich habe andere Getränke gehabt an dem Abend. Ich weiß nicht, Mike und Terence, glaube ich. Reichen, die schaffen die auch zu zweit. Die haben es alleine gepackt. Okay. Dann gab es auch noch einen Urlaub, wo ihr dann auch mit dem großen Teil der Mannschaft wart. Was habt ihr da so gemacht den ganzen Tag? Also man hat ja ein paar Videos mal gesehen, ihr habt auch ganz gerne gesungen und habt da, glaube ich, auch noch ein bisschen gefeiert, oder? Auf Malle? Ja, auf jeden Fall. War überragend da. Die Zeit noch auf Mallorca mit den Jungs. Musste nochmal mitnehmen, so Tage. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob wir das nochmal erleben in unserer Karriere. Ich glaube, der Zucki ist auch zum ersten Mal aufgestiegen. Das hat er mir davor auch immer erzählt. Und spielt jetzt auch schon ein bisschen länger Fußball. Deswegen haben wir das einfach genossen, würde ich mal sagen. Jeden Tag da ordentlich Gas gegeben. Und zu Hause, glaube ich, war gefühlt dann jeder erstmal ein paar Tage krank. Aber das ist normal. Gehört dazu. Es gab dann ja auch eine kleine Pause, tatsächlich mal leider eine sehr kurze Pause. Wie hat man die dann genutzt? Gab es dann auch mal die Zeit, um tatsächlich jetzt auch mal abzuschalten und Ruhe zu finden? Und wird einem da vielleicht dann auch nochmal erst bewusst, was man gerade geschafft hat? Ja, also wir waren danach nochmal zusammen im Urlaub tatsächlich. Und klar, du versuchst deinen Körper mal abschalten zu lassen, zu regenerieren komplett. Aber dann ging es eigentlich auch schon wieder mit den Läufen los. Also die individuelle Vorbereitung und dann merkt man natürlich immer wieder, viele Nachrichten kommen immer wieder rein und verstehst du, was du erreicht hast oder mit welchem Verein du aufgestiegen bist. Und nach wird dir das schon bewusster. Aber ich glaube, so richtig verstehen werden wir es erst, wenn wir Freitagabend auf dem Betze gegen Hannover spielen. Sprichst du mal die neue Zweitligasaison an. Worauf freut ihr euch denn am meisten? Also was ist so die größte Vorfreude jetzt auf die kommende Saison in der zweiten Liga? Vielleicht spezielle Gegner, auf die man sich freut, spezielle Stadien. Was ist so da für dich das kommende Highlight, Hecke? Für mich auf jeden Fall ein Highlight, einfach mit diesen Vereinen zweite Liga zu spielen. Ich glaube, das haben wir uns alle gewünscht. Hans und ich haben ja die Saison davor auch miterlebt, wo wir fast am Abgrund standen, in die Regionalliga abgestiegen sind. Und deswegen glaube ich, ist vor allem für uns, die Jungs, die das auch erlebt haben, einfach jedes Spiel ein Highlight. Zweite Liga zu spielen mit diesem Verein, mit den Fans, mit dem Stadion, es wird überragend. Also da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Für mich natürlich persönlich die Spiele gegen meine Ex-Vereine, gegen Nürnberg und gegen Regensburg, da freue ich mich sehr drauf. Aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich auf die ganze Saison. Für dich geht es auch gegen Ex-Vereine? Ja, auf das Spiel gegen Kiel freue ich mich natürlich auch. Und sonst glaube ich aber auch, dass für viele Vereine das Spiel am Betze ein Highlight sein wird. Und ich glaube, für uns ist es so der Fall, wir sind jetzt mit dem Verein aufgestiegen und jetzt haben wir durch den Verein die Chance quasi in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Und dafür sind wir, glaube ich, auch sehr dankbar. Jetzt hatten wir, du hast es angesprochen, die vorletzte Saison war auch sehr emotional, ne? Mit einem sehr emotionalen Ende, die Saison jetzt auch. Wünscht man sich mal eine ruhige Saison eigentlich als Spieler jetzt, wo man einfach mal sagt, da ist nicht das große Drama am Ende oder darf es gerne wieder Drama sein? Das ist eine gute Frage. Also nach unten hin können wir gerne drauf verzichten, nach oben. Will du das annehmen? Würde jeder. Lass mal alles offen. Sehr schön. Drama Queen oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob Lautern ganz ohne Drama eine Saison geht, glaube ich gar nicht, aber schauen wir mal. Natürlich wollen wir so schnell es geht den Klassenerhalt sichern, die 40-Punkte-Marke und dann sind wir erstmal zufrieden. Dann schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal noch ein bisschen zurück und zwar sind wir hier im Trainingslager in Malz. Hier waren wir letztes Jahr ja schon im Trainingslager, ihr wart auch dabei. Jetzt hat man ja in der Saison auch oft darüber gesprochen, dass die Mannschaft einen besonderen Mannschaftsgeist hat, dass es guter Teamspirit ist, dass man zusammengewachsen ist. Kann man sagen, dass hier letztes Jahr vielleicht sowas wie der Geist von Malz irgendwo entstanden ist und hatte das Trainingslager letztes Jahr mit all seinen Facetten, vielleicht auch mit der ein oder anderen Feier in irgendeiner Hütte oder ähnlichem, hatte das vielleicht auch Auswirkungen, wo ihr wirklich gesagt habt, das ist auch der Grund, warum wir als Mannschaft so gut funktioniert haben? Ja, ich denke schon, dass wir hier den Grundstein gelegt haben für die Saison. Hat dann nicht so gut angefangen, aber im Endeffekt schon die Zeit hier hat man gemerkt, dass wir coole Leute dazu bekommen haben, dass man mit den Jungs auch Spaß haben kann, wie du es angesprochen hast, einen Hüttenabend. Ich bin mal gespannt, wie der dieses Jahr ausfällt. aber das hat uns schon gestärkt, so als Mannschaft einfach. Und das haben wir auch die ganze Saison über gesehen, dass wir einfach zusammenhalten und das brauchst du auch. Das brauchen wir jetzt auch in der zweiten Liga. Auch die Jungs, die jetzt dazukommen,
Die nehmen wir alle auf und wir haben eigentlich einen sehr guten Teamgeist in der Mannschaft und ja, ich denke schon, dass uns das Trainingslager dann immer gut tut. Teamgeist angesprochen, jetzt haben wir neue Spieler bekommen. Jetzt gab es ja schon, oder gibt es eine Mannschaft, die funktioniert, wo der Teamgeist da ist, man kennt sich. Wie schwer oder wie einfach ist es dann für euch, jetzt neue Spieler zu integrieren, die da jetzt auch mit in das Team reinwachsen? Und wie wichtig sind da auch die Spielertypen, die man holt dafür? Ja, ich glaube, in diesem Jahr ist es sehr einfach, da alle Charaktere einfach zu uns passen und keiner sich da querstellt. Und deswegen muss man sagen, durch die Reihe weg, alles Top-Typen, die, glaube ich, auch Eier in der Hose haben. Und wir nehmen die Jungs einfach auf und jeder fühlt sich, glaube ich, hier wie zu Hause. Ja, das Gefühl hat man auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Jetzt sind wir ja hier im Trainingslager. Was gibt es denn dann beim Trainingslager, was euch richtig Spaß macht und was gibt es im Trainingslager, wo man sagt, nee, geht gar nicht? Ja, wir sind hier in einem Bio-Hotel. Mhm. Das Essen schmeckt tatsächlich sehr gut. Absolut. Was mir noch gut gefällt, ist, dass wir natürlich viel Zeit miteinander verbringen und dadurch natürlich auch ein gewisses Teambuilding haben, was leider dazu gehört, aber was, glaube ich, auch sein muss, sind natürlich die unangenehmen Läufe und auch Einheiten zu frühen Morgenstunden. Aber ich glaube, davon werden wir in der Saison noch profitieren. Freust du dich auch aufs früh aufstehen und trainieren? Ja, auf jeden Fall. Gibt es nichts von hinzuzufügen. Ja, ich freue mich einfach. Sehr schön. Irgendwann ist das Trainingslager aber dann auch leider vorbei und es geht nach Hause. Was ist denn das, worauf ihr euch am meisten freut, wenn ihr nach dem Trainingslager wieder nach Hause kommt? Ist es die Pizza, der Döner oder ist es die Playstation? Boah, ja, erstmal wieder zu Hause sein, in den eigenen vier Wänden, aufs Ausschlafen wieder und einfach mal ja, den Tag über machen zu können, was man selber ja, am liebsten macht und einfach auch mal in die Stadt gehen, Kaffee trinken. Auf so Sachen, ganz banale Dinge, freue ich mich eigentlich. Ja, ich glaube, da kommt man in seinen normalen Tagesablauf zurück. Bei mir ist der Fall, dass ich viel mit meinem Hund unterwegs bin. Und ja, der fehlt mir tatsächlich hier auch ein bisschen und da fehlt dir die Routine. Aber sonst halt die alltäglichen Aktivitäten, wenn es vielleicht ein bisschen ruhiger wird wieder. Und ja. Was habt ihr euch, sollte es wieder einen Hüttenabend geben, was habt ihr euch vorgenommen? Spaß zu haben. Ist schon mal gut. Einfach genießen. Sehr gut. Dann hoffe ich, dann schaffen wir das auch. Ich danke euch schon mal vielmals für das Interview und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir werden sicherlich noch das ein oder andere Interview hier im Rahmen des Formats auf ein Malzbier nachschießen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.